Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Ich bin der Benny und in diesem Video soll es mal um die Location von dem blauen Edelstein gehen. Ich werde dir jetzt hier Schritt für Schritt zeigen, was du dafür tun musst. Du hast vielleicht anhand des Videos schon gesehen, dass es ein bisschen länger ist. Was musst du genau dafür tun? Du musst das Level Kletterpartie abschließen, ohne eine einzige Box zu öffnen. Das ist natürlich alles andere als einfach. Das Level an sich schon nicht so einfach und dann hat man natürlich immer im Kopf, dass man hier auf die Boxen springt und ähnliches. Dadurch ist das Ganze so schwer. Dennoch gibt es ein paar Tipps und Tricks, wie du das Ganze wesentlich einfacher abschließen kannst. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wie gesagt, nochmal kurz zur Wiederholung. Nicht irgendwie drei Boxen, nicht zwei Boxen, nicht irgendwie eine Checkpoint-Box oder ähnliches. Keine einzige Box. Und dann wird am Ende der blaue Edelstein spawnen, ganz am Ende des Levels. Dann wirst du da nochmal sehen, 0 von 139 Kisten. Und dann kannst du dir ganz normal einsammeln. Schauen wir uns mal an, ich werde jetzt Schritt für Schritt darauf eingehen. Es gibt einen großen Trick, ein paar kleine Tricks, die ich dir jetzt hier zeigen werde. Das Level startet, du hast gesehen, ich bin hier schon an den ersten Boxen erstmal schön vorbeigelaufen. Jetzt weiche ich hier den Drachen aus, hier ist die nächste Box. Also wirklich, ich kann es nicht oft genug sagen, keine einzige Box. Ja, erschwert das Ganze natürlich, man hat es hier A, irgendwo im Kopf, dass man die Boxen mitnehmen will. Zum anderen landet man natürlich öfters mal auf einer Box. Das ist hier die große Problematik auch in dem Level. Ohnehin ist es nicht so einfach. Und dann hier wirklich keine Box versehentlich mal zu treffen, relativ schwierig. Hier einmal den Gong abwarten. Hast du hier sofort deine Spezialfähigkeit. Auch hier musst du schon aufpassen, dass du nicht auf der Box landest. Hier jetzt relativ weit nach rechts abspringen, damit du die beiden Boxen auslässt. Du siehst hier nach wie vor 0 von 139. Hier natürlich aufpassen, dass du die Box nicht triffst. Hier jetzt mit einem Doppelsprung drüber über die beiden Boxen. Deshalb pirsche ich mich hier auch immer so ran. Ich werde hier zwischendurch immer mal wieder natürlich einblenden, dass ich noch keine Box mitgenommen habe. Hier auch aufpassen, dass du das Seil gut triffst. Zack, dann geht's hier rüber. Oh, dann geht's hier hoch. Hier musst du natürlich aufpassen. So, am besten alles in einem machen. Den letzten kannst du hier gegebenenfalls auch auslassen. Kannst du sofort auf den obersten. So, hier wieder einmal eingesammelt. Eine Spezialfähigkeit. Der Sprung ist extrem ekelig. Also ganz hoch und sofort raus aus der Spezialfähigkeit. Damit du hier nicht versehentlich irgendwie die Box rammst. Beziehungsweise dir da mitnimmst. Dann kannst du sofort wieder von neu starten. Hier wieder die Checkpoint-Box. Schön außen rum. Hier einmal rüber. Hier habe ich es jetzt so gemacht. Ich habe mich immer ganz rechts rangepirscht. An den TNT-Fässern vorbei. Den Gegner hier kann man meiner Meinung nach mitnehmen. Man muss natürlich immer aufpassen, dass man hier mit den Gegnern gegebenenfalls keine Boxen zerstört. Deshalb bin ich hier dann auch schön in der Mitte zwischen den beiden durch. Dann geht es hier weiter hoch. Spezialfähigkeit an. Einmal hier hoch. Ich bin dann immer wieder raus kurz aus der Fähigkeit. Und habe einmal neu Maß genommen. Habe mich hier orientiert. Jetzt rechts, links, rechts. Nochmal nach rechts. Die Passage ist ganz in Ordnung, denke ich. Hier jetzt auch eine relativ tricky Stelle. Du musst hier sehr, sehr weit springen, dass du ganz am Ende landest hier. Hinter den Boxen praktisch. So habe ich das Ganze immer gemacht. Dann geht es hier weiter. Muss wirklich auch mal gucken, dass du frühzeitig immer hier die Fähigkeit ausmachst. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Hier nicht versehentlich hochspringen, dass du dir die Maske mitnimmst. Ist auch eine Box. Hier über die TNT-Fässer. Hier muss ein bisschen schräg abspringen, auch ekelig wegen den Boxen. Hier hast du einen relativ festen, guten Stand, also kein Problem. Hier kannst du dir auch Zeit lassen dann am Ende. Zack, über auf das nächste Seil, hier einmal rüber. Jetzt hier den Weg entlang. So, und hier mache ich jetzt mal ganz kurz einmal auf Stopp. Hier kommt nämlich jetzt der große Trick. Du darfst dir zwar keine einzige Checkpoint-Box mitnehmen, allerdings kannst du hier links in das Fragezeichen, in das Bonus-Level, kannst du rein. Und das Ganze zählt als Checkpoint, aber eben nicht als Box. Das ist hier der große Trick. Also geh definitiv einmal in das Bonus-Level rein, wirst du gleich sehen. Lass dich einmal runterplumpsen, dass du stirbst und egal was danach passiert, du wirst dann immer an dieser Stelle wieder einsetzen. Ist ungefähr die Hälfte des Levels, die andere Hälfte kommt gleich noch, ist ein bisschen schwieriger. Du musst das ganze Level aber dann nicht von Anfang an spielen, so ist die ganze Spielmechanik ein bisschen ausgetrickst. Ist ein Riesentipp natürlich, viel, viel einfacher dadurch hier an den blauen Edelstein zu gelangen. Wir schauen uns das Ganze einmal an. Du siehst 0 von 139, ich gehe hier entspannt in das Bonus-Level. Stürzt mich dann hier direkt in den Tod.
So, und dann spawnst du natürlich auch nach anderen Toten immer wieder genau an der Stelle. Hier mache ich nochmal auf Stopp. Ich habe hier ein bisschen vorgespult. Ich will dir eine Sache nicht vorenthalten, weil ich nicht genau weiß, wie das Ganze zustande kommt. Vielleicht anhand vieler Tode. Du siehst, ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt schon 7-mal gestorben über mir. Ich werde jetzt hier gleich sterben, deshalb habe ich das Ganze nochmal reingeschnitten und dann werde ich wieder an dem Bonus-Level spawnen und habe plötzlich eine Maske. Ich habe keine Ahnung, warum das Ganze. Kenne ich mich vielleicht auch zu wenig aus. Vielleicht weiß der ein oder andere, warum das so ist. Ich kann mir das nur erklären, wenn man relativ häufig stirbt. Du hast gesehen, ich bin jetzt hier schon 7-mal gestorben. Es könnte daran liegen, nur nicht, dass du dich fragst und denkst, der hat ja doch eine Box oder ähnliches mitgenommen. Du wirst jetzt hier ungeschnitten sehen, dass ich hier gleich einmal in den Tod stürze und plötzlich eine Maske ab. Ich kann es mir nicht richtig erklären, woran das liegt. Deshalb habe ich dir das Ganze hier mal ganz kurz reingeschnitten, weil die Maske eben am Ende auch noch eine Rolle spielen wird, weil ich einen kleinen Fehler mache, dann einmal getroffen werde. Hier springe ich jetzt viel zu spät ab, stürze in den Tod rein. Und dann siehst du, spawne ich wieder an dem Fragezeichen, an dem Bonuslevel und habe plötzlich eine Maske. Das Ganze ist ungeschnitten, du siehst es auch anhand der Leben. Ich habe das Ganze hier nochmal ganz kurz draufgelassen, weil ich hier am Anfang direkt einen Fehler mache. Kannst hier oben über mir einmal auf die Leben auch achten. Hier stürze ich wieder in den Tod. 9. Leben, spawn wieder. Hier siehst du noch das 9. Leben ungeschnitten und habe plötzlich die Maske. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hier jetzt der letzte Durchgang, wo ich es dann geschafft habe, ist glaube ich der 11. Geht es hier weiter nach dem Bonuslevel hier hoch. Hier habe ich dann relativ wenig ohne meine Spezialfähigkeit gemacht. Hier ganz wichtig, dass du bei den Gegnern hier reinfliegst. Kann ich dir als großen Tipp geben. Da kannst du dich hier viel, viel besser orientieren. Stoßen dich hier ständig runter. Das ist, denke ich, auch eine sehr, sehr gute Spielmechanik, die man hier ausnutzen kann. Diese Gegner zerstören dann auch keine Boxen. Hier geht es jetzt weiter hoch. Hier einmal Spezialfähigkeit an. Einmal hier hoch. Hier gibt es jetzt wieder einen relativ weiten Sprung. Einmal den Gong abwarten. Und hier springe ich jetzt direkt wieder in diesen kleinen Vorsprung rein. Du siehst, bleib hier einfach stehen. Wirbel hier wie wild. Gegner dann weg. Und dann kannst du dich hier viel, viel besser orientieren. Kannst deinen nächsten Sprung planen. Hier einmal hoch. Da dann hoch. Da hatte ich ein bisschen Luck, muss ich sagen. Bisschen zu spät abgesprungen. Hier jetzt auf diesen kleinen Vorsprung. Der bricht natürlich weg. Musst du direkt weiter hoch. Dann geht es nochmal hoch, also diese Sprungpassage hier wirklich nicht so einfach. Hier jetzt an den Boxen vorbei, hier nicht versehentlich die Spezialfähigkeit anmachen, sondern erst springen, dann die Spezialfähigkeit. Und hier siehst du, bin ich zu früh aus der Fähigkeit raus, wurde einmal getroffen, deshalb habe ich dir das Ganze mit der Maske gezeigt. Nicht, dass du denkst, will der mich verarschen, er hatte doch vorher keine Maske. Ich kann es mir wie gesagt nicht erklären, ich kann es mir nur mit den Toten erklären, dass ich relativ oft gestorben bin und du dann irgendwann automatisiert eine Maske bekommst, wo du dann einmal getroffen werden darfst. Hier hoch, hier bin ich jetzt über die beiden Gegner drüber gewirbelt und hier siehst du dann 0 von 139 Boxen und den farbigen Edelstein erhalten, in dem Falle den blauen Edelstein. Einmal hier rein, hier siehst du nochmal meinen Trophy-Erhalt, Saphir-Sammler, genau an der Stelle. Wenn du das Level dann beendest, musst du natürlich einmal rein, musst das Level beenden, damit die Trophy dann ganz einfach triggert, damit das Ganze abgeschlossen wird. Hier siehst du es nochmal, Zeitkampf natürlich freigeschaltet. Und der farbige Edelstein. Ja, das waren so meine Tipps und Tricks. Vorrangig natürlich mit dem Bonuslevel. Nutze das Ganze dann als Checkpoint. So kannst du dir das Level praktisch teilen, dass es dann nicht ganz so schwer wird. Ist ohnehin schon schwer genug, hier keine Box mitzunehmen. Alles hier zu schaffen. So findest du den farbigen Edelstein. Das ist die Location. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video weiterhelfen. Bleib sehr, sehr gerne mit einem kostenlosen Kanalabo am Start. Auch über ein Like würde ich mich natürlich tierisch freuen. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.